Schwert Randomizer Extreme. Wir sind jetzt hier stehen geblieben in, Passbeck. Genau, Passbeck. Die nächste Stadt mit der nächsten Arena und den nächsten Hopfight vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Natürlich auch für euch mal wieder hier ein paar kleine Easter Eggs am Start. Was heißt Easter Eggs? Ein kleiner Tipp hier, den ich auch im normalen Display ja schon mal gezeigt hatte. Hier oben bekommt man, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das heißt, das Pokémon. Es ist dieses übertrieben starke Unlicht-Fee-Pokémon, was es hier in der Region gibt. Dieses Grindelwald-Pokémon, ihr wisst schon, was ich meine. Hier, Brimova. Genau, das kriegt ihr hier. Und, jetzt habe ich das Item da nicht genommen. Da gehe ich eben nochmal ganz kurz hoch. Und dann treffen wir uns schon wieder unten bei Hopp wieder, würde ich sagen. Oh, wir haben hier einen Metallmantel. Okay, nice. Kann man den auch für Meltan benutzen? Entwickelt man Meltan so? Ich weiß es gerade nicht mehr, wie man Meltan in normalen Spielen entwickelt. Ich guck mal ganz kurz nach. Ah, nee, man muss es über Pokémon Go entwickeln. Das war's. Dann bringt das nicht viel. Egal, gehen wir mal in den Kampf hier rein oder was auch immer das hier ist. Yo, Zillow. Okay. Wegen ihm nochmal. Ich will wirklich nicht, dass Delions ruft, nur wegen, wenn er mir Kratzer bekommt. Aber wie stelle ich das an? Was? Ich habe keinen blassen Schimmer. Bis ich einen davon. Okay, was? Du willst einen Kampf? Ja, okay, dann ist okay. Ich war gerade verwirrt, was er will. So. Letzte Folge haben wir auch wieder. Haben wir eigentlich Pokémon benannt? Ich glaube, wir haben ein Pokémon benannt. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Ja, und wenn ihr auch natürlich ein Pokémon sein wollt, dann, ihr wisst Bescheid, einfach bei Insta folgen und dann eine Privatnachricht senden. Und dann werde ich daraus immer die nächsten Zuschauer-Pokémon hier rauspicken. So, wir haben hier ein Roselia am Start. Gehen wir raus. Auf Hopsi. Ist ein bisschen chilliger. Ich bin echt gespannt, was er jetzt am Start hat. Also Hopp ist in den letzten Folgen, muss ich sagen, ein bisschen schwächer geworden. Also ich bin auf jeden Fall nicht mehr so angepisst auf ihn, wie zum Beispiel nach der ersten Folge. Das war ja anders ekelhaft von ihm, wie er mich da zerstört hat. Also wirklich, das war sehr, sehr ekelhaft. Aber jetzt gerade geht's eigentlich. Also ich bin eigentlich zufrieden so mit den Hopp-Kämpfen. Das passt eigentlich so. So, Roselia ist down auf jeden Fall. Das hat sich erledigt hier mit dem Ding. Keldeo. Oh, shit. Oh, shit. Stahl war das, glaube ich, ne? Ne, Kampf war es auf jeden Fall. Was mache ich denn da? Ich überlege gerade. Ja, komm, ich gehe einfach mit Feuerball weiterhin drauf. Aber trotzdem, Keldeo. Irgendwie abfuck. Irgendwie hat er die Aufnahme abgekackt. Ich bin noch mitten im Kampf hier. Also er hätte jetzt nichts übertrieben Interessantes, er hätte noch einen Uaffen hier gehabt. Ah, das ist jetzt richtig abfuck. Er hat Giftspitzen ausgelegt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Und irgendwie alles ist, also juckt sich gar nicht für die Giftspitzen aus meinem Team, außer halt, Hopsi und Nip, ne? Also er ist halt Stahl-Pokémon, die anderen können alle fliegen und berühren den Boden nicht, deswegen kommen die da durch. Membrana war, glaube ich, ein Wasser-Pokémon, ich weiß es aber nicht mehr genau. Absorber wäre, also so Gigasauger wäre richtig geil auf Vic, Alter. Das wäre jetzt richtig schön. Ja, es tut mir echt leid, also verstehe ich echt nicht, warum die Aufnahme abgebrochen ist. Ich habe keinen Plan, warum. Oh. Rasierblatt, komm. Nice, es ist, glaube ich, auch Boden gewesen, ne? Oder? Ich weiß es gerade nicht, aber es könnte sein. Deswegen ziemlich gutes Rasierblatt hier. Warum bin ich drin geblieben? Ich wollte gar nicht drin bleiben. Oh, schön die Shiny. Schönes Shiny Fassersnob. Ich wollte gar nicht drin bleiben. Ich wollte eigentlich. Ja, komm, jetzt bleibe ich halt drin. Gucken wir mal, wie viel. Ah, nee, der ist. Ich voll Idiot, der ist doch normal. Ja. Der ist normal. Egal. So. Machen wir einen cleanen Einwurf hier. Ich würde mit Marcel hier reingehen und versuchen mit Aquawelle draufzuhauen. Ich meine, es wird wahrscheinlich nicht übertrieben viel Damage machen. Es wird okay Damage machen, sage ich mal. Aber ich hoffe halt, dass die Verwirrung durch hier sind. Oh. Das macht schon Damage. Die Verwirrung kommt nicht durch. Schade. Okay, Verhöhner ist okay.
die Verwirrung geht einfach nicht rein. Egal, jetzt müsste es. Oh, Angeberei. Jetzt hätte ich aber verwirrt, ne? Ah. Ekelhaft. Ah, es trifft trotzdem. Okay, nice. Und es reicht. Perfekt. So, was ist sein letztes Pokémon? Mit was kommt er hier als letztes an? Bronzong. Wirklich? Eigentlich will ich ihn ja nicht reinhauen, aber... Komm, die Aurasphäre wird normal effektiv durchgehen. Er hat auch nicht viel zu melden, glaube ich, ne? Deswegen... Bronzong passt schon. Gehen wir hin. Haben wir ja selber aus dem Team rausbefördert. so eins aber nicht. Das sieht schon ein bisschen krasser aus als meins. Oh, shit. Das sieht auf jeden Fall not bad aus. Da bin ich schon ein bisschen neidisch, dass du so einen Bronzong hast. Leider nicht die Hälfte. Hypnose, oh. Gar nicht cool. Gar nicht cool, gar nicht cool. Oh. Das ist immer nervig, ey. Ja, wundervoll. Jetzt schlafen wir erstmal eine Runde. Schön. Können wir bitte aufstehen? Nice. Jetzt einen schönen Crit noch reinhauen, so als Bestrafung. Ja, okay, ist ja auch zu viel gewesen. Sondersensor. Ja, wird ein bisschen Damage machen. Oh, bisschen viel? Bisschen viel? Das wird nicht reichen, ne? Doch, es reicht. Okay, was war? Hä? Wie auch immer ich drauf gekommen bin, dass es nicht reichen wird, es reicht auf jeden Fall. Das ist schön. So, und das war's. Hop ist down. Den Kampf haben wir somit geschafft. Boah, war aber schon ein ekelhafter Kampf jetzt. Oh, nice. Wick entwickelt sich. Das heißt, wir haben jetzt vor der Arena auch noch unser letztes Pokémon voll entwickelt. Pikachu können wir offenkundig ja nicht entwickeln. Nice. Unser Sevaro endlich und Schattenfeste lernt es. Stärke 80. Ja, das nehme ich doch auf jeden Fall gerne mit. So. Erstmal schön beibringen. Schattenfessel, geil. So. Wir wollen uns auch gar nicht mehr irgendwie mit dir hier beschäftigen, Bruder. Alles easy peasy gewesen hier. Ja, okay, geht. Ne? So easy peasy war das gar nicht. Ich bin ja auch gar nicht mehr so übertrieben overlevelt. Und ah, was geht bei dir, nette Dame? Das ist übrigens, ne, ihr kennt sie alle schon. Seida. Die mit der krummen Nase, die 10 Jahre braucht, bis sie die Treppe wahrscheinlich hochgekommen ist. Oh Gott. Wie moved sie denn auch? Das sah gerade sehr, sehr komisch aus, wie sie die Treppe hochgemoved ist. Aber okay. Naja, wir müssen auf jeden Fall jetzt hier ins Pokémon Center rein. So. Und eben kurz heilen. Ich sollte auf jeden Fall noch mal ein bisschen einkaufen. Ich glaube, Superbälle habe ich so gut wie gar keine mehr. Ne? Hatte ich ja irgendwie gefühlt nie. Ah, nee, wir haben die Welt noch gar nicht. Ne? Wir haben gar nicht unser Team voll entwickelt. Da fehlt ja noch ein Pokémon. Ja, aber Superbälle auf jeden Fall. Da habe ich zwei in meinem Besitz. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Das freut mich auf jeden Fall. Ja, super Trank. Und nach dem Kampf von gerade auf jeden Fall... Hyperheiler wäre ganz nice. Haben die hier, glaube ich, nicht. Aber okay. Dann halt nicht. Schade. Naja, egal. Gehen wir erstmal zur Arena. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da so auf uns wartet. Können wir da schon direkt hin? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Was geht? Schwerball. Nice. Super Balduin. Boah, das ist auch einer der coolsten Bälle. Schwerball. So, und wir trauen uns natürlich hier direkt in die Prüfung rein. Was ein, wie heißt das nochmal? So ein japanisches Spiel ist das. So ein Glücksspiel ist das, glaube ich, ne? Und das ist auf jeden Fall das Feld, was wir gleich betreten. Die Arena ist in diesem Konstrukt aufgebaut. Ja. Auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Arena. So. Da ist es. Pinball, wenn man es eigentlich auch so will. Eine der nervigeren Arenen, finde ich. Ich weiß nicht. Finde ich gar nicht cool. Muss ich ehrlich sagen. Finde ich irgendwie voll nervig und in die Länge gezogen.
der Abteil hier. So. Aber ihr könnt ja gerne mal eure Meinung zu dem Ganzen hier in die Kommentare reinschreiben. Und natürlich nicht den Daumen nach oben vergessen, falls ihr auf jeden Fall erfreut über weitere Folgen wärt. Und wenn euch dieses Format hier gefällt, dann würde ich mich auf jeden Fall selber ein paar Daumen nach oben nochmal freuen. Und jetzt hier runter. Ja. Ihr seht schon, ich bin auf jeden Fall Profi hier in diesem Gebiet. Komm rein. Nice, wir sind da. So, und da ist jetzt noch ein Trainer. Den müssen wir klatschen. Bam! So. Arena-Trainer Daniel, was geht? In Diener los. Oh! Ach du Scheiße! Ach du Kacke! Ich habe keine Ahnung, was das für ein Typ ist. Drache. Oh, was war das aber für ein Typ? Drache? Noch irgendwas? In Dynalos. Das ist auch so ein dummer Name, wenn man es mal nett ausdrücken soll. Giftdrache, das ist okay, okay, okay. Eternatus ist der englische Name, so hieß er. Und finde ich auch 10-mal besser, muss ich auch ehrlich sagen. Und oh, Knochenharz anders. 5-mal getroffen. Nice. Drachentanz. Ja, jetzt musst du auf jeden Fall gut durchhitten, Alter. Und auch ein, zwei Volltreffer wäre geil. Oh. Komm. 2. Nein! Er hat nur 2-mal getroffen. Nein. Oh, bitte mach keinen Scheiß jetzt. Okay, jetzt ist doch mal Drachentanz ein. Das sollte es gewesen sein. Das sollte es gewesen sein für N. Dynalos. Ja, der Name. Verfehlt? Okay, also jetzt halt ein Drachentanz ein. Also. Ich hoffe, du triffst jetzt, Bruder, weil. Für dich wäre das jetzt ein bisschen blöd. Danke. Der ist nämlich jetzt echt ziemlich hoch geboostet. So, das sollte auf jeden Fall gute Erfahrungspunkte geben. Ja, war okay. Wommel. Weiß ich gerade nicht mehr. Ich glaube, das ist Haft-Pokémon. Nee, ah, okay. War Stahl gegen Fee effektiv? Ich weiß es gerade nicht mehr. Gift war auf jeden Fall. Ah ja. Ah ja. Somit hat sich das dann auch erledigt. So, das war auf jeden Fall ganz nice. Und Daniel ist besiegt. Ja, der findet das auch lustig, dass wir ihn in den Bowling gemetzelt haben. Freut mich auf jeden Fall sehr. So. Und los. Let's go, let's go. Ah, und hier hin, hier hin, hier hin. Genau, so ist richtig, so ist richtig. So, hier hin. Ja, das letzte wird nur ein bisschen nervig. Das hier geht da noch. Das ist ja noch alles voll im Rahmen des easy Machbaren. Aber das letzte Rätsel ist halt echt sehr, sehr nervig. So. Nächster Trainer. Na, was sagst du zu dieser Arena-Mission? Ja, kacke, Alter. Kacke, finde ich. Die habe ich eben schon gesagt. Warum fragst du eigentlich nochmal? Willst du nochmal den gleichen Scheiß hören oder was? Ah ja, Terrakium. Darum wolltest du es hören. Oh. Anders. Anders. Shit, Alter. Das sieht schon heftig aus. Ja, komm. Oh. Oh, oh, oh. Ah, okay. Zum Glück. Hätte ich besser mal Konter eingesetzt. Das hätte auf jeden Fall gut zurückgegeben. Habe ich Ruckzuck-Keep drauf? Ich habe keinen Ruckzuck-Keep drauf. Nice. Ich werde das easy machen. So. Ich werde das easy machen hier. So macht man das. Pass auf. Ah, ja. Ah ja, man kennt es. Und das Rasierblatt. Oh, ja, aber juckt er nicht. Ja, okay, es macht schon ein bisschen Damage, aber übertrieben zuckt es jetzt nicht. So, Terrakium down. So muss das sein. So, wow, wir kriegen Level up, auf jeden Fall nice. Shillock, okay, weiterkämpfen. So. Und der kriegt auch noch seinen Rasierblatt
rein. Ne, zur Hälfte nur, okay. Hausbruch. Oh, oh, oh. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Initiative auch. Oh Gott, bitte, bitte. Sind wir trotzdem schneller? Schutzschild, nein. Du setzt doch kein Schutzschild ein. Mach doch irgendwas anderes, aber kein Schutzschild. Oder doch, mach jetzt Schutzschild. Bitte mach jetzt nochmal Schutzschild. Komm, Schutzschild. Regentanz, okay. Ist okay, wir werden dich jetzt killen. Boah, Junge, also Hausbruch Schillock hat man auch ungern am Hals, muss ich sagen. Da gibt es auf jeden Fall bessere Kontrahenten, die ich gerne am Start hätte. Das wird mir dann doch ein bisschen zu ekelhaft. So. Level up auf jeden Fall, perfekt. So, und dann die letzte Prüfung hier, die auch somit die nervigste ist, wenn man es so bezeichnen kann. Ja, erstmal muss man hier durchkommen, dann wird man hier weggehauen. Ja. Die ist eh nervig, so. Ach ja, da können wir nicht hin. Wir müssen hier reinrudern. So, um jetzt, passt auf, den hier zu nutzen, um hier runterzukommen. Cool. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ne? Ja. Jetzt haben wir hier hingehauen, da hingehauen, dort hingehauen, hier hingehauen und bam und tum. Wir sind da. Ja. Also, ihr seht schon, nicht schwer, aber ich weiß nicht, ich find's nicht interessant. Ich find's einfach nur, es zieht sich einfach nur. Das finde ich halt einfach. Und es ist einfach eine langweilige Passage, die wir jetzt draußen lassen. Also, wir hätten was anderes nehmen können. Aber egal. Paragoni. Okay. Shiny Goni. Okay. Kung Fu. Ich weiß nicht, ob das so die richtige Wahl ist. Wir probieren es aus. Wir bleiben drin. Ach ja. Kriegen wir trotzdem die Hälfte? Also wenn wir die Hälfte abziehen sollten, dann wäre das schon... ne. Fluch. Ja, wenn ich jetzt mit Knochenharz treffe, dann kommen mindestens drei. Ich weiß nicht, ob zwei reichen sollten. Zwei reichen, okay, perfekt, perfekt. Damit ist er weg. Ich glaube, wir sterben jetzt durch Fluch, ne? Naja, egal, Konfuzius, du hast echt gute Dienste geleistet. So. Wir dürfen reinhauen. Ja, komm, Hopsi, du hast halt noch nichts gemacht. Ich hoffe, du hast jetzt einen ebenwürdigen Gegner. Ja, Smogmog ist okay. Oh. Oh, sogar das Gala. Smogmog. Das nimmt man doch gerne mit einem Feuerball, oder? Was sagst du dazu? Ja, ne? So schön, perfekt. Boah, fast ein One-Hit. Matschmann, das wird auch, glaube ich, gar nicht mal so schlecht reinhitten. Ja. Dinger machen auch echt Damage. Na gut, Nitro-Ladung und das sollte gegessen sein. Leute, wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal, bis dann und ciao. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Montag und ja, doch einen wunderschönen Tag. Bis dann und tschüss. Ne, jetzt im Ernst, ciao.